Ich will diese Dinger nicht unkontrolliert im Tal haben. Was kann ich tun? Die Eindringlinge haben etwas Neues, mit dem sie uns bedrohen. Kleine unbemannte Helikopter. Drohnen, wie man mir sagt. Die Dinger greifen nicht an, haben aber offenbar eine eingebaute Kamera. Sie kartografieren das Tal und wir verlieren unseren Vorteil. Ich habe schon ein paar runtergeholt, aber mit diesen Waffen werden sie bestimmt mehr Erfolg haben. Helfen Sie uns? Ich wette, ich kann ein paar davon runterholen. Je mehr, desto besser. Kommen Sie wieder, wenn die Dinger erledigt sind. Ja, wo ich schon hier bin. Natürlich, jetzt muss ich ja auch nochmal hin und her laufen, ne? Ja, ich mach's jetzt trotzdem. Ich nehme mal die Kohle. Oh! Ja. V. Verdammt. Dieser Scheißtyp. Haben Sie vor, noch mehr von den Dingern abzuschießen? Ich arbeite noch daran, aber ja. Ich brauche mein dickeres Gewehr für diesen. Oder? Kriege ich das auch so? Gut. Damit geht es deutlich einfacher. Du bist weg. Jetzt den Löwen erlegt. Huahaha. So, ne? Da ist nur einer. Und da oben ist noch eine Drohne. Da. Gut, pass auf, dann gehe ich jetzt direkt wieder hoch. Kommen dann da oben die Belohnung, geh dann wieder runter, hol da die Belohnung und gehen dann weiter. Ja. Ich glaube, das ist die effizienteste Technik hierfür, aber das musste jetzt nicht sein. Aber ich wollte. Sind Sie schon am unteren Turm gewesen? Ich habe die Vorräte beim anderen Turm gelassen. Dieser hier scheint fertig zu sein. Ist er, dank Ihnen. Jetzt sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil. Wir brauchen, was wir kriegen können. Sie sollten auf den Turm klettern, dann haben Sie einen besseren Blick über das Tal. Wunderschön. 3000 Credits verdient. Gut. Jetzt laufen wir jetzt natürlich weiter. Nicht besonders schön aus. Also die Vegetation hat es hinter sich. Ja, ich finde auch generell. Mh,
Naja. Haben Sie sich um den Rest dieser Ich glaube, ich habe alle erwischt. Das haben Sie. Vielleicht schicken Sie mehr, aber wenigstens bremsen wir die Schweine aus. Vielen Dank für die Hilfe. Alter Hornbogen. Öffnen, jeder. Perfekt. So, jetzt aber gehen wir zum Rest. Ah, guck mal. Man wechselt die Sachen auf dem Rücken. So. Halt mal meinen geliebten Bogen. Sie werden wahrscheinlich aus der Luft kommen. Jacob sammelt Kämpfer oben im Dorf, um ihre Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Die Kinder und die, die zu alt zum Kämpfen sind, sind in den Katakomben der Akropolis sicher. Ich gehe dorthin, sobald hier alles vorbereitet ist. Du hast gesagt, sie sind schwer bewaffnet. Wie können wir erwarten, sie zu schlagen? Im offenen Kampf können wir nicht gewinnen. Sie werden uns schnell und hart treffen und uns Verluste zufügen. Sie hoffen, uns beim ersten Angriff zu vernichten. Aber wir werden ihre Ungeduld zu unserem Vorteil nutzen. Das wird ein langer Kampf werden. Wenn wir überleben wollen, müssen wir sie langsam und strategisch zermürben. Wir lassen sie aus 100 Wunden bluten, bis sie nicht mehr können. Nur dann werden wir siegreich sein. Fürs Erste entzünden wir die Feuer und warnen die anderen im Tal. Heute siegen wir durch Überleben. Sammelt so viel Munition und Vorräte, wie ihr könnt. Versteckt sie in den Höhlen und Ruinen. Wenn ihr eure Aufgaben erfüllt habt, sammelt euch oben im Dorf. Verstanden? Ja! Verstanden. Gut. Geht jetzt. Möge der Prophet mit euch sein. Der Prophet? Huaha. Ach, guck mal. Trinitys Anwesenheit. Die Leute, die darunter leiden. Das ist meine Schuld. Ich habe sie hergeführt. Der hat mehr Zielgeschwindigkeit, aber weniger Schaden. Andere Leute leiden wegen meiner Taten. Nein, nein. Denk nicht so, Lara. Sonst wirst du noch verrückt. Oh, Trinity ja. Hätte diesen Ort früher oder später sowieso gefunden. Zumindest habe ich die Chance, ihm zu helfen, die göttliche Quelle zuerst zu bekommen und sie zum Wohle der Welt statt für mehr Schmerz und Leid einzusetzen. Ich muss mich konzentrieren. Für jeden, der gestorben ist. Jeden, den ich verloren habe. Gut, gut. Lara, ich könnte Hilfe brauchen. Unser Volk ist bald über das Tal verstreut. Wenn sie das Signalfeuer entzünden, wissen sie, dass Gefahr droht. Ich tue, was ich kann. Sobald das Feuer brennt, werden sie wissen, was zu tun ist. Boah. Q wollte ich eigentlich. Da komme ich nicht hoch. Gut. Mehr optionale mit optimale Sachen mag ich nicht mehr. Boah. Ah, das Feuer muss ich brennen lassen. Gut, gut, was ist denn hier noch drin, ne? Sie sind doch mit Jacob hergekommen. Ich muss Sie um etwas bitten. Nein. Aber... Die Anhänger des Propheten flohen. Doch sie wurden angegriffen. In Syrien. Kann mein Griechisch noch verbessern, ja? Oh. Oh, oh, das war knapp. Auch nicht mehr Holz sammeln. Der andere Bogen. Komm. Laufen wir den Berg. Wow. Haben wir die Pickel schon außerhalb des Eises benutzt? Kann mich jetzt auf jeden Fall nicht dran erinnern.
Nein! Mano. Das war jetzt Dummheit. Das war wirklich Dummheit. Ja, geh doch hoch. So. Oh. Na, du bleibst hier dran, ja? Du bleibst schön da dran. Alles okay. Was hast du da eigentlich in der Hand? Du hast, ne. Cool. Brennende Pfeile. Ölfläche ermöglicht die Herstellung feuerfallen können. Aber Pfeile ohne wählen sie Feuerfallen, indem sie mehrmals ein... Ist das... Okay. Ja. Wieso muss ich jetzt... da entlang? Nein. Ich möchte schön um die Ecke. Da, jetzt hat die irgendwas zwischen den Fingern, soweit ich das sehen kann. Bleibst du wohl da? Gut, gut, gut. Ich hab's getroffen. Danke, Lara. Unsere Leute sind gewarnt. Es gibt ihnen Zeit für die Evakuierung. Wir treffen uns oben im Dorf. Ich sammle unsere Truppen hier. Okay. Plus Öl. Das ist eine alte griechische Münze. Kommen wir jetzt hier wieder runter. Ich würde sagen... Eiskalt. Soll das hier eiskalt sein? Also das kann ich nicht verstehen. Hier ist eindeutig viel. Was lag denn da? Naja, egal. Wir müssen wieder zum Dorf. Oh! Oben zum Dorf. Dahin. Können wir hier hoch? Ne, können wir nicht.
Schade drum. Aber hier können wir hoch. Sind wir sicher, dass das Kiefernharz brennt? Du hättest die letzten sehen sollen. Die hat man gar nicht mehr ausgekriegt. Selbst wenn nicht, der Gestank allein müsste reichen, um sie zu vertreiben. Kann ich etwas für dich tun? Ich weiß, du hast zu tun. Trinity wird bald hier sein. Es gibt noch viel zu tun. Aber ich möchte helfen. Lass mich zeigen, dass ich auf eurer Seite bin. Tut mir leid. Das ist keine leichte Zeit für uns. Ich sehe, dass du es gut meinst, aber guter Wille allein reicht hier nicht zum Überleben. Diese neuen Pfeilspitzen sehen stumpf aus. Ein stumpfer Pfeil ist besser als gar keiner. Wir wissen nicht, welche Rüstung die Eindringlinge tragen. Ich weiß nicht, ob wir sie damit durchschlagen können. Wenigstens haben wir dieses Mal ein paar Gewehre. Okay. Hallo. Hallo. Gut, dann gehen wir hoch. Muahaha. Können wir eigentlich brennen? Ne. Schade.